Hallo, Leute, kommt zu. Hat er gerade seine Haare ausgefahren? Der spielt die ganze Zeit rum. One Piece Unlimited World Red. Wir spielen jetzt nochmal mit Zorro. Das ist nicht Zorro, das ist Zorro. Oh Gott. Einfach, weil ich Lust habe. Oh, was geht hier so ab? Sieht aus, als wäre hier irgendwas Besonderes. Gucken wir uns das mal an. Ich hoffe mal, in diesem Part erleben wir noch mal ein bisschen was Spannendes. Ein kleiner Kampf oder so wäre ganz cool. Ein kleiner Bosskampf. Oh, da ist ein Loch. Alle sterben. Oh Gott. Das scheint sehr, sehr warm zu sein. Genau wie in Alabaster. Oh, was macht er jetzt? Ja, genau. Wie macht der das? Hat der auch von der Teufelsfrucht gegessen oder so? Oh Gott. Hirschkäfer. Können wir jetzt damit machen? Was machen wir jetzt mit diesem Wasser? Einfach nur getrunken? Okay. Stimmt, der fehlt auch noch. Genau. それができりゃ、うちのコックも Jetzt fressen die sich ja voll. Ach ne, die trinken das. Wer ist denn dein Boss? Okay. Ah, eine Kiste, die random aufgetaucht ist. Eine Schatzkiste ist erschienen. Wo? Ach, direkt vor mir. Schlüsselwort gefunden. Ich kann auch gut graben. What the fuck? Ist eigentlich ein ganzer Satz, aber okay. Bringt mir jetzt genau... Cool. Ich kann auch die SP füllen. Das ist so cool gemacht irgendwie. So, mit dem auch noch und mit dem auch noch. Der hat ja gar nichts mehr. Ich finde ein bisschen schade, dass die sich selber auffüllen. Was man immer machen muss. Oh nein. So. Jetzt bitte wieder hier raus. Da war noch ein Baum, den ich kaputt hacken will. Ja, yeah, Holzblock. Boah, wo müssen wir jetzt hin? Ich kann mal dieses Wort prüfen, ne? Nee. Ach nee, man kann ja nur prüfen, nicht ausrüsten, ne? Itemwort prüfen. Was ist das nochmal genau? Okay, da kann ich anscheinend noch nichts machen. Aber egal, gehen wir erstmal weiter. Oh, wir sind fast da. Warte mal. Da unten ist eine Art Ausgang. Warum? Hm, das sieht komisch aus. Ich weiß nicht, wo das hinführt. Ich zeige euch mal, was ich meine, wenn ich da bin. Aber erstmal wird gekämpft. Zorro setzt seine Superfähigkeit ein. Ich bin aggressiv. Alter! Prügel hat alle tot. Leben die noch? Die leben noch, WTF. Ihr seid aber stark. Müsst ihr denn nicht eigentlich auch aufhören, dass die Krieger hier aussehen wie die aus Alabaster? Nö, das hat Ruffy schon wieder vergessen. Frankie kann das ja nicht wissen, weil der nicht dabei war. Und so kriegt sowieso nichts mit. Was war das denn? Schießt er einfach Raketen? Ey, Frankie, du hast einen übersehen. Diese Attacke ist so brutal.
stelle mir gerade vor, wenn Leute One Piece nicht kennen, die sich schon denken, wie zur Hölle macht man sowas mit einem Schwert? Ja, jetzt hast du aber genug geprügelt. Jetzt lebt er immer noch. Alter, ein Sieb oder was? Genau, mach erstmal im Endscreen noch so eine coole Attacke. Alle strahlen richtig. Wo muss ich denn jetzt hin? Jetzt bin ich verwirrt. Dahin, ne? Ah ja, genau, oder? Ich finde, das Spiel läuft irgendwie schnell ab. Man kann schnell zur Karte gucken, man kann schnell, ja, irgendwie alles machen. Ich will mal kurz wissen, was da hinten ist. Interessiert mich. Ich gucke jetzt mal kurz dahin. Ich weiß nämlich echt nicht, was das ist. Vielleicht ist das irgendwas Wichtiges. Oh, ich war schon voll. Ich scheine so eine Art Ausgang zu sein, oder was ist das? Anvisieren. Halte L gedrückt, um Gegner und andere Kreaturen anzuvisieren. Verwende R, um das anvisierte Ziel zu wechseln. Okay. Gut, das kennt man ja, denke ich. Wisst ihr was, wir probieren jetzt mal dieses Teil da zu fangen. Oh, das war jetzt der falsche Knopf, ich schrotte. Hallo? R. Ach, die Taste oder was? Nee. Warte mal, ich bin gerade verwirrt. Hä? Er. Ist doch er. Bin ich noch so weit davon weg, dass ich den anvisieren kann, oder was? Ach so, ich war so weit weg davon. Ach, da gibt auch ein Minispiel. Okay, wenn du etwas mit dem Netz fängst, beginnt das Käfer-Minispiel. In der Mitte des Bildschirms erscheint ein Tastensymbol. Drücke die richtige Taste zur richtigen Zeit. Oh oh. Okay, das ist also dasselbe wie bei dem Angeln. Mal gucken, ob ich das hier besser hinkriege. Drücke R auf... Achso, ja. Oh, was? Was? Hallo? Das ist ja noch schwerer, da gibt ja alles Tat. Alter, ich krieg zu viel. Nee, das ist ja WTF. Dafür muss ich erstmal diese scheiß Tasten auswendig lernen. Ich will... Und ich... Oh, fast geschafft. Okay, verbessere dein Netz, um leichter Sachen zu fangen. Ich denke, das müssen wir machen. Denn so scheint ich ja noch nicht hinzukriegen. Ihr müsst doch wissen, ich habe jetzt schon 800 Jahre wieder kein Wii U gespielt. Ah, Trampolia, um das Gesamtbeutel sofort zur Stadt. Ach nein, nein, das ist nur ein Weg, um zurückzugehen. Aber die Schatzkiste da sieht interessant aus, da will ich mal hin. Ich denke, da kommen wir vielleicht sogar hin. Da ist ein geheimer Stein. Oder sowas. Aber ich denke mal, die können auch nicht lesen, weil Robin nicht dabei ist. Gebietsaktion. Auf deinem Abenteuer kannst du auf Hindernisse treffen, die dich von bestimmten Gebieten fernhalten. Suche das richtige starke Wort, um an das Hindernis zu überwinden und das zu erhalten, was dahinter liegt. Ah, seht ihr, dafür brauchst du Nico Robin, wie ich gesagt habe. Denn die kann ja Hieroglyphen lesen. Matsch! Oh, nee, doch nicht. Okay, ich habe mittlerweile auch verstanden, dass die Kakteen, sobald da Stacheln dran sind, einem wehtun. Und wenn da keine Stacheln dran sind, dann tun die ihm nicht weh. Das ist irgendwie logisch, ne? So, jetzt gehen wir aber weiter. Ich bin schon wieder die ganze Zeit am Labern. Und ich glaube, ich benutze jetzt doch nochmal Frankie. Der natürlich ganz hinten ist. Oh Gott. Der kommt einem so langsam vor, weil der eben so groß ist. Aber der ist gar nicht langsam. Der kann hier übelst die Verteidigung machen. Interessant. Ich weiß nicht, Frankie ist eigentlich so mein letzter Lieblingscharakter von den Strohhüten. Ich meine, der ist eigentlich lustig und so, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich mag Roboter nicht. Okay, den noch schnell kaputt matschen. Der greift doch sehr langsam an. Das ist nichts für mich. Oh, was geht hier ab? Wieder ein starkes Wort finden. Das Wort für diesen Ort ist weg. Besiege die Gruppen bewaffneter Kreaturen und hol das Wort. Wo werden die denn sein? Hier wahrscheinlich irgendwo, ne? Hä? Wo seid ihr? Jetzt sag nicht, die sind da, wo ich eben war. Hä? Ich hab doch eben welche besiegt. Hätte ich da runterspringen können? Ich weiß es gerade nicht. Wo muss ich denn jetzt hin? Das ist eine Schatzkiste. Warum hab ich die nicht gesehen? Bin ich dann blöd? Wenn ich jetzt wüsste, wo die Teile auftauchen. Boah, mit dem ist echt schwer zu treffen. Der hat super weite Fernkampfangriffe. Saft-Kaktusfrucht. Okay. Verbraucht der Angriff auch TP? Nein.
Eigentlich wollte ich halt gar nicht, aber okay. Wo muss ich denn hin? Mal gucken. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt entweder zur Stadt muss oder... Nee, zur Stadt, da war ja gar kein Platz zum Kämpfen, ne? Okay, hier schon mal nicht. Ich weiß, ich hätte die TP auffüllen können, aber ich habe keinen Bock gehabt. Das ist da nochmal ein Brunnen. Der wird dann vermutlich hier sein. Gehe ich mal von aus. Nochmal, bitte. Man hätte auch machen können, dass er direkt komplett auffüllt. Ich meine... Ich kämpfe mal normal. Alter, der hat ja richtig die... derbsten. Oh, geil, der kann sogar steuern. Ja, der ist einfach der übelste Fernkämpfer. Wie der abspackt. Mit dem kann ich aber auch nicht gut kämpfen, mäßig sein. Ah, da war das Wort. Wechsel ich nochmal. Besiegt. Mach ich jetzt aus, das sind immer alle Attacken ein, weil voll die Zeitverschwendung ist. Jump halt da drüber. Schlüsselwort gefunden. Ist das die Stärke? Okay. Das ist irgendwie komisch gemacht, dass man da Wörter finden muss, die dann im Endeffekt ein Satz sind. Aber naja, ist mal was anderes, ne? Und jetzt rennen wir wieder zurück. Wo kommst du denn her? Okay, die Leute können sich also teleportieren. Vor allem Allo teleportieren, also teleportieren. Hier scheint es aber jetzt ein bisschen in Grünere zu gehen. Oder auch nicht. Aber da hinten ist Alabaster. Du hast den Weg geöffnet. Ich vergesse die ganze Zeit, dass die dabei sind. Oh Gott. Ich würde es auf Frankie sagen, der hat gar keine Schuhe an. Ach, der merkt wahrscheinlich gar nichts an Füßen. Oh oh. Was passiert jetzt? Ach du Scheiße. Jetzt hat er einen Panzer gemacht. Jetzt brettern die da einfach hin, ey. Richtig gut. Kann ich den steuern? Nee, oder? Nee. Wäre auch ein bisschen krass gewesen. Oh, diese typischen Treppen. Die alle hochgelaufen sind. Ich finde ein bisschen schade, dass man sich nicht irgendwie so ego-perspektivmäßig umgucken kann. Wäre vermutlich in manchen Situationen ganz hilfreich. Ja, ist okay. Kriegt doch wieder so einen richtigen Anfall. Stell dir vor, der würde bei jedem Schwerthieb was sagen. So, Hieb. Hieb, so richtig nervig. Ich meine, der sagt zwar eigentlich sogar was. Macht den jetzt mit der Kamera ab. Alter, wer hat denn so steile Treppen gebaut? Guck ich mal an. Oh, geil. Sah aber nicht aus in der Serie, oder? Die sind einfach Kokosnüsse. Oh Gott. Der kontert einfach, indem der das Schwert vor sich hält. Ja, das schützt mich schon. Jetzt brauche ich die Special-Fähigkeit auch nicht mehr einzusetzen. Alles kaputt machen. So. Ist das Feld hier jetzt gerade eingegrenzt, wo man kämpfen kann? Oder nicht? Warum kommt da die ganze Zeit? Aber ich probiere mal kurz aus. Ich renne mal kurz ein bisschen weiter weg. Okay, das ist nur Deko. Ja, Ruffy, übertreib halt. Voll in die Fresse. Wie lange lebt der denn? Alter, was ist das denn für ein Mongo? Ach, geht doch. Ach, da war gar kein so ein eingeschlossener Kampf. Das war einfach ein offener Kampf. Deswegen kam auch keine Szene. Da ist eine Kokosnuss, die hätte ich gern. Oh, da war gar nichts drin, toll. Man sieht sogar, ob da Kokosnüsse drin sind in Palmen. Cool. Das ist gut gemacht. Wenn ich ihn nur treffen würde, wäre alles toll. Ach, ich glaube, ich habe die zack, da kommt gar nichts raus. Ach, hier ist so ein Event, was man eben gesehen hat. Schneiden. Braucht Zorro da noch eine besondere Fähigkeit für? Mal gucken.
Ich kann die ja nicht ansehen, die ich habe, oder? Nee. Das ist doof. Jetzt müsste ich nur wissen, ob ich das schon machen kann. Und das sieht nicht so aus, weil... Nee. Okay, dann kann ich da leider wohl noch nicht hin. Die große Musik dann noch hier. Seh da! Ich hab fast übersehen. Aber egal, da kann man ja später nochmal hin. Das ist auch cool, da kann man noch überall hinrennen. Und alle kaputt matschen. Und Geheimnisse erforschen. Obwohl in dem Spiel auch so Easter Eggs drin sind, denn ich weiß, dass bei den anderen Spielen immer so überall so Panda-Leute gesessen haben, die auch in dem Manga oft dabei waren. Die waren in dem Manga überall so in den Ecken drin. So Leute mit so Panda-Kostümen. Die hat der Typ eingebaut als Easter Egg. Und die waren in den Spielen auch drin. Und eigentlich müssten die hier auch irgendwo versteckt sein. Fand ich immer ganz cool, die zu suchen. Aber bis jetzt sind die, glaube ich, überall eingebaut worden. Ich glaube sogar im Anime. Weil da ist das hier kompliziert. Ja, eigentlich sind das nur drei Wege oder so. Hier in so einem Gassen hat Nami gegen das Double Finger gekämpft. Oh Gott. Frankie macht da übelst die Posen. Alter, richtig gut getroffen. Liegt da noch was? Nö. Oh. Kommt Onkel Spacko mit seiner coolen Waffe angerannt. Ja, ist okay. Übertreib doch nicht immer, Zorro. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Nee. Ah, da muss ich sogar hin. Habt ihr jetzt bestimmt einige Sachen an den Gassen liegen lassen, aber naja. Naja. Ich würde sagen, das ist dann mal ein... Oh. Break Ansturm. Gib alle angezeigten Befehle ein, um einen Break-Ansturm zu starten. Das kennt man auch aus... Oh, wie heißt das nochmal? Oh, wie heißt dieses Spiel nochmal? One Piece. Für die PlayStation 2. Oh, wie heißt das nochmal? Ach, ich hab's vergessen. Na, egal. Einfach Y die ganze Zeit. Okay, jetzt ganz oft. Mist, ich krieg nicht hin. Jetzt noch schnell so eine Mega-Attacke. Mist, ich krieg... Ah! Okay, Ansturm. Jetzt bin ich anscheinend so super stark. Kann alles töten. Oh Gott, was ist da? Was ist da? Ist das jetzt immer da? Weil das finde ich irgendwie ein bisschen störend, weil da hat man die ganze Zeit den Zwang, das zu schaffen. Finde ich irgendwie ein bisschen doof. Naja. So schlimm ist das jetzt auch nicht, ne? X. Hä? Ah, muss auch schon treffen, ne? Warte mal. Y, Y, X. Ha. Geht doch. Y, Y, Y. Ah, ne, falsch. Oh, ich bin fast tot. Y. Ah, das war X. Einfach Y. Ah, ich weiß nicht, ob das Spiel eher ein bisschen stört, wenn man die ganze Zeit den Zwang hat, diese Scheiße zu machen. 1, 2, 3, 4. Ah, ich weiß nicht. Oh, ich werde auch die ganze Zeit getroffen. 1, 2, 3 und dann das. Ha, ich habe schon gedacht, wie lange dauert das. Boah, wie viele Leute jetzt hier auch sind. Oh, oh. Ich sollte mal die Heilkapsel nehmen. Mache ich jetzt auch. Und wieder gesund. Ja, das fällt mir echt gut. 1, 2, 3, 1, 2. Scheiße, hat denn funktioniert? Ich kann echt richtig gut. 1, 2, 3, 1, 2. Ey! Oh, jetzt habe ich schon mit dem letzten Angriff noch mehr getroffen. Sind alle besiegt? Ach ne, da ist ja jemand. Jetzt konnte ich leider den letzten nicht mehr machen. Ja, ist mir irgendwie auch ein bisschen zu stressig, immer diese ganzen Dinger da auszutesten. Oder ganzen Befehle da unten einzugeben. Weil halt eh nie richtig klappt. Und ich fand jetzt auch ehrlich gesagt, dass dieser Modus nicht gerade so besonders stark, weil ich habe jetzt irgendwie so einen richtigen Aggro-Modus erwartet, aber irgendwie... Naja. Ja. Einfach weitergehen. Hat gerade auch schon Leute getötet. Normal. Hier hoch? Ja, warum gucke ich jetzt mal nach, anstatt einfach auszuprobieren? Ich habe das Gefühl, uns erwartet ein Bosskampf.
Oh nein, ich will ihn überspringen. Jetzt geht es ab. Oh oh. Geil, ich habe meine Pille schon verbraucht. Das ist richtig dumm. Oh Gott, ich muss echt besser dieses Ausweichen hinbekommen. Ah nein! Ich habe es doch sogar gesehen, dass der Angriff, wie du mit ihm stehst. Ich glaube, ich sollte einfach mir angewöhnen, zwischendurch mal random A zu drücken. Nein! Ah doch. Ich treffe nicht. Alter, jetzt wird er aber verprügelt hier. Der mit seinen dummen Teleport-Skills. Ha, ausgewichen. Tja. Gut, man sieht auch immer so als kleine Ankündigung so ein Warnzeichen. Das ist jetzt recht auffällig. Und nochmal in die Fresse. Ja. Okay, so langsam scheine ich besser drauf zu haben. Den man weglaufen muss. Oh, voll reingedonnert. Shit, schon wieder nicht geschafft auszuweichen. Oh, das wird so langsam gefährlich. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Was geht denn jetzt? Alter. Was ist denn jetzt? Ich krieg zu viel. Alter, ich sehe nichts. Was war das denn für eine krasse Attacke? So, das finde ich ja richtig cool. Die Hälfte von der Map ist weg. Hat er für die Map weggemacht. Oh geil, der Angriff von dem wurde unterbrochen. Irgendwie. Ja, okay. Langsam schaffe ich es echt besser. Auszuweichen. Ja, seht ihr? Ich muss halt nur auf die Warnung immer achten. Boah, jetzt prügeln wir ihn kaputt. Jetzt geht es ab. Ja, ich kann richtig gut ausweichen. Oh, Mist. Und voll in die Fresse. Wie viel Leben der Bock hat, ne? Oh Gott. Man sieht fast gar nichts. Das ist gerade ein bisschen doof, weil der Kampf auf so einem kleinen Feld stattfindet. Oh, 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 oh. Können die mich heilen? Alter! Ey, man sieht einfach nichts. Guck dich da an. Ich sehe einfach nur so ein Tornado of Doom. Und denke mir so, okay. Standard. Ha, ihr seid getroffen worden, aber ich bin ausgewichen, weil ich so cool bin. Also ich freue mich voll. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 bitte nicht. Ich habe keinen Bock, noch was zu machen. Wie sieht es denn mit den anderen aus? Zorro hat noch voll viel Leben. Was soll ich jetzt machen? Ich wollte jetzt die scheiß Kanone. Oh, oh, das war dumm. Doch, ich habe getroffen, ne? Shit, das habe ich richtig verkackt. Okay, ich würde sagen, ich wechsle nochmal zu Zorro. Alter, da habe ich schon richtig gut aufgehalten. Das hat wehgetan. Hat Zorro gewechselt. So, jetzt Akro-Modus an. Okay, ich muss echt mehr mit dem Wechseln arbeiten, das ist gut. Hab ich ihn getroffen? Alter, nervt der. Okay, alle wurden gerade ein bisschen geheilt. Nein. Man, ich verkacke die ganze Zeit Ultra. Ich gerade. Oh nein. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ich greife, glaube ich, da hinten hin an. Man sieht das irgendwie nicht so gut. Oh. Ja, richtig gut getroffen. Wenn dieser Angriff uns trifft, sind wir bestimmt instant tot. Das ist bestimmt ein Insta-Kill-Angriff. Frankie hat noch richtig viel Leben. So. Nein. Oh Gott, das war dumm. Wahrscheinlich hat er besiegt. Ja. Boah, das ist schwer, aber macht richtig Spaß, weil einfach wäre das ja langweilig, ne? Kaputt. Ob der wohl auch jemanden von unseren Freunden gefangen gehalten hat? Bestimmt Robin.
Und er denkt einfach lol. Okay. Oh, Episode 2 abgeschlossen. Revanche im heißen Sand. Cool, geschafft. Oh, jetzt hat er Schneiden erhalten. Toll. Oh, Boden umkramen kann Chopper. Interessant. Und Lissabon gar nichts bekommen. Ah doch. König der Schützen. Und Heilmittel kann Chopper machen. Das ist auch cool. Gut. To be continued. Und das sage ich auch bei meiner Folge, denn die ist jetzt vorbei. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder bewerten würdet. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.